Ramadan. Welcome, holy month, Ramadan. Welcome, Ramadan. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche und willkommen zum neuen Video. Da die Hähnchenbrustseele super angekommen ist bei euch, habe ich mir gedacht, komm Nadja, dann zeig auch mal die Variante mit Fisch. Die Ramadan-Reihe ist von Anfang bis Ende durchgeplant und ich konnte mir gut vorstellen, dass die meisten auch die Version mit Fisch sehen wollen, denn die ist genauso beliebt wie die Hähnchenbrustseele. Gibt es bei uns auch nur zu besonderen Anlässen, auf große Events, auf Hochzeiten, bei uns auch ganz gerne an Ramadan. Die Bustela Royale, wie sie immer schön nennen, die königliche Bustela. Ihr könnt euch jetzt auch gleich gut vorstellen, warum sie so genannt wird, denn es kommen wirklich nur die besten Zutaten da rein, also wirklich das Feinste vom Feinsten. Fisch mit verschiedenen Meeresfrüchten, Glasnudeln, verschiedene Aromen der Gewürze, feinste Salz, Zitrone, umhüllt von einer knusprigen Warka, deswegen Bustela Royale. Feinste Zutaten und jetzt kommen meine Zutaten und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir benötigen jedenfalls weißen Fisch. Ich habe hier Kabeljaufilet genommen. Ihr könnt aber auch Pangasius, Seelachs, Steinbutt oder Zanderfilet nehmen. Halt das, was ihr mögt. Die eignen sich nämlich auch sehr gut. Des Weiteren habe ich hier Garnelen. Die sind schon entdarmt und gereinigt. Die gibt es so in der Tiefkühltruhe. Kalamari, also Tintenfisch. Außerdem Miesmuschelfleisch, Glasnudeln. Und für die Schirmola benötigen wir Olivenöl, Koriander und Petersilie, Zitronensaft. Des Weiteren habe ich hier Tomatenmark, Lerisa, edelsüßes Paprikapulver, Salz, Kreuzkümmel und Pfeffer, jeweils die gleiche Menge, Knoblauch, etwas Salzzitrone, grüne Oliven, die sind entsteint und die habe ich hier bereits schon in Scheiben geschnitten. Champignons aus der Dose und last but not least Filo-Teig. Hier habe ich die kleine Packung. Diesen Teig findet ihr bei Marokkaner oder Asiaten. Ich beginne zunächst mit der Schirmola, also mit der Marinade. Die bereite ich mir in einem Mixer zu. Das geht viel schneller und ist viel einfacher. Da gebe ich zuerst die Kräuter hinzu, also die Petersilie und den Koriander. Hier habe ich etwas mehr Petersilie als Koriander genommen. Den Knoblauch, Salz, Zitrone, davon aber nur die Hälfte. Und die andere Hälfte hebe ich mir für die Füllung auf. Zitronensaft, Gewürze und Lerisa. Alles reingeben, Deckel drauf und zerkleinern, bis alles fein ist. Vergisst übrigens die Salz-Zitrone nicht zu entkernen, sonst entsteht in der Schirmola ein bitterer Geschmack. Zum Schluss gebe ich noch Tomatenmark und Olivenöl hinzu, das Ganze noch einmal gut durchmixen, bis eine pastenähnliche Konsistenz entsteht. Und jetzt ist die Grundzutat auch schon fertig, denn mit dieser Marinade werde ich den Fisch bzw. die komplette Füllung würzen. Und die stelle ich jetzt einfach beiseite und weiter geht's mit dem nächsten Schritt. In diesem Schritt bereite ich den Fisch einzeln zu. Ich beginne zunächst mit den Miesmuscheln, da reinige ich sie noch etwas zusätzlich. Ich entferne das Bärtchen, das sich im Inneren befindet und zusätzlich noch das Planktonsäckchen. Aber ich werde jetzt nicht explizit darauf eingehen, wie es ganz genau geht. Habe ich euch vor circa einer Woche in dem Tajin-Rezept gezeigt. Das Fischfilet und den Tintenfisch schneide ich in grobe Würfel und falls einige fragen, woher ich den Fisch bzw. Die Meeresfrüchte her habe, die habe ich vom Fischmarkt aus der Tiefkühltruhe. Die findet man in der Regel so wie sie sind, also bereits küchenfertig und das finde ich erspart einiges an Aufwand und Zeit. Nun brate ich den Fisch in etwas Olivenöl und Schirmola ca. 5 bis 8 Minuten und fahre mit den Meeresfrüchten fort. Alles auf jeden Fall einzeln nacheinander, weil jede Sorte eine unterschiedliche Garzeit hat. Von der Schirmola gebe ich jeweils einen Esslöffel rein.
Den Tintenfisch und die Muscheln brate ich zusammen in der Pfanne, weil sie eine gleiche Garzeit haben. In der Zwischenzeit koche ich Wasser und gieße das über die Glasnudeln, um sie einzuweichen, ca. 5 Minuten lang. Man braucht sie nicht in einem Topf zu kochen, da reicht heißes Wasser völlig aus. Und im Anschluss einfach sieben und während sie abtropfen, schneide ich sie mit einer Schere klein, damit wir nicht so riesenlange Fäden in der Füllung haben. Und nun ist alles schön vorbereitet und jetzt geben wir alle Zutaten in einer großen Schüssel. Ich nehme hierfür immer ganz gerne meine Gesa, die kennen die meisten, meine Lieblingsschale, wenn es um Sache Riesenmasse geht. Hier kann man nämlich große Mengen problemlos vermischen. Und ja, alle Zutaten, wie gesagt, zeitgleich hineingeben. Dabei den Rest von der Salzzitrone nicht vergessen. Den habe ich gewürfelt samt Fruchtfleisch und einfach hinzugegeben und zusätzlich nochmal etwa 2 Esslöffel von der Marinade hinzugegeben. Und falls euch was von der Schormola übrig bleibt, die einfach in einem Glas geben, gut verschließen und im Kühlschrank aufbewahren. Haltbar ist sie bis zu einer Woche. Damit könnt ihr Tagine-Gerichte oder beispielsweise sogar Ofengemüse würzen. Schmeckt übrigens hervorragend mit dieser Schormola. Also die Marinade findet hier ganz sicherlich ihren Einsatz. Hier jeweils 2 Blätter Filo nehmen pro Stück und nicht vergessen, jedes Blatt gut mit der Butter zu bestreichen, damit sie schön knusprig werden. Ich mag es, wenn die Fischpastela gut gefüllt ist, also fülle ich sie bis zum Rand des Rings voll. Dies entspricht so etwa 3,5 Esslöffel. Dann die Enden einfach gut verschließen und gleichzeitig mit Butter bestreichen und die Pastela einfach umdrehen. So fahre ich jetzt fort, bis die komplette Füllung aufgebraucht ist. Ich habe insgesamt 15 kleine Pastelas herausbekommen und einen Teil davon friere ich ein. Die gebe ich vorsichtig in einem Gefrierbeutel, am besten so ein mit so einem Verschluss und vakuumiere die ganz schnell und einfach. Dafür verschließe ich den Beutel fast zu, lasse nur noch einen Spalt offen, sodass so ein Strohhalm durchpasst und sauge die Luft aus dem Beutel heraus und im letzten Zug den Strohhalm herausnehmen und verschließen. Voilà, das war's. So einfach ist das. Das alles ist natürlich auch effektiv, denn man sorgt nicht nur für die platzsparende Lagerung im Kühlfach, sondern auch für eine sehr lange Frische der Pastela. Sie ist bis zu 6 Monate, wenn nicht länger, im Tiefkühlfach haltbar. Der andere Teil wandert sofort in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Umluft für etwa 20 bis 30 Minuten, bis die Hülle schön goldbraun wird. Und nach dem Backen habe ich sie schön angerichtet, mit ein paar Garnelen und Zitronenscheibchen garniert und direkt serviert. Also diese Pastela wird möglichst direkt nach dem Backen serviert und warm verzehrt. Et voilà, ich wünsche euch an dieser Stelle einen guten Appetit und Psa raha!
Also, wenn sie euch gefallen hat und ihr sie ausprobieren bzw. nachmachen wollt, dann geht auf www.atlasküche.com. Dort findet ihr das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like oder ein Abo auch sehr gerne freuen. Also abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht mehr zu verpassen. Und ja, ich mache es heute kurz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.